Hallo Oberwaldfreunde, wir sind in die Schweiz gefahren, um euch zu erklären, wie ihr an das perfekt passende Geschirr kommt, wie das Geschirr eingestellt wird und wer kann uns das besser erklären als Beat Grossenbacher höchstpersönlich, natürlich mit der Checkerin zusammen. Was haben wir, was zeigst du uns? Okay, das ist jetzt das Fahren an Standard. Wenn ich einen Hund ein Geschirr anziehe, ist immer eigentlich das Erste, ich checke den Hals. Das heißt, damit ich dann auch bei Langhaarhunden dann wirklich das Geschirr richtig sitzt, mache ich die Haare etwas raus und gehe dann mit der Hand oben und unten drauf und ziehe das Geschirr nach unten. Nach unten, hinten, gleichmäßig. Und dabei gehe ich dann mit dem Finger hier unten, hat der Hund das Brustbein Anfang, also der Buckel, der raussteht. Dann gehe ich mit dem Finger, suche das Brustbein und das Geschirr sollte so sein, dass es gerade das Brustbein abdeckt oder ein Zentimeter darüber kommt. Dann ist es eigentlich optimal. Das heißt, dann ist, wenn Zug auf das Geschirr kommt, geht die Zugkraft vorne auf die Brust. Wenn dann der Zug so kommt, geht der Zug voll auf das Brustbein. Ja. Wenn natürlich die Schleppleine dran ist, ist es wieder in einen anderen Zugwinkel, aber so ist eigentlich das Optimale. Ja. Mhm. Und das nächste ist dann immer, ich schaue dann nach oben. Unsere Geschirre sind absichtlich so geschnitten, dass sie nach oben gehen. Das heißt, die Wirbelsäule vom Hund geht in der Regel nach oben. Deswegen steht das Geschirr immer etwas hoch. Ja, ja, okay. Ja. Also wir wollen ja keinen Druck auf die Wirbelsäule. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und mit der Form haben wir das Geschirr auch so gemacht, können wir das machen, dass es recht steil vor den Schultern steht. Alle anderen Geschirre, die Gurtgeschirre, die gehen dann flach nach hinten, eigentlich schön auf die Schulter oder Schulterblätter, was wir da viel weniger oder nicht haben. Mhm. So, das wäre eigentlich zum Hals, was wir immer drauf schauen. Wenn wir dann mal wissen, okay, der Hals, der stimmt, ist eigentlich der nächste Punkt zwischen den Beinen. Wichtig ist, dass das Geschirr eigentlich knapp bis zu den Beinen kommt. Wenn es zu schmal ist, dann geht der Hals seitwärts. Und was wir wollen, der Hals soll immer da bleiben. Wenn ich jetzt so ziehe und es genügend breit ist, sitzt der Hals auch wirklich schön und fix. Es gibt dann auch durch die Hunde, wie die Bulldog oder was immer, die sind dann recht breit. Dann schaut man auch drauf, dass es die genügend breit sind, damit sie wirklich schön sitzt. Das nächste ist dann die Länge unten. Schauen wir immer, dass wir genügend Platz haben beim Ellbogen, weil es gibt nichts Schlimmeres für den Hund, wenn das Geschirr zu kurz ist und die Gurte da eigentlich beim Ellbogen hat der Hund ziemlich die dünnste Haut, die empfindlichste Haut. Und wenn ein scharfer Gurt daher kommt, ist das extrem unangenehm. Mhm. Und da schauen wir immer, dass wir möglichst eigentlich so weit nach hinten gehen, wie das Brustbein ist. Also wenn ich das abtaste, wenn ich bei mir selbst runterfahre, ist hart, hart, hart und irgendwann wird es mal weich. Und beim Hund ist es eigentlich dasselbe, fährt man nach hinten, solange es hart ist, ungefähr bis zu der Stelle sollte das Geschirr kommen. Nach der Stelle sind dann immer noch drei Rippen, die nicht direkt mit dem Brustbein verbunden sind. So ist dann immer auch der Gurt über den Rippen und nie hinter den Rippen. Und wenn das stimmt, ist eigentlich noch der letzte Punkt, der Gurt sollte nie so verlaufen, nie senkrecht verlaufen, sondern der Gurt sollte leicht schräg nach vorne verlaufen. So kriegen wir auch den Zug auf das Brustbein, weil wenn der Zug so ist, also das Geschirr kurz ist, kommt der Zug vorne hoch. Und dann geht es in den Halsbereich rein. Ja, ja, in die Luftröhre und so. Und je flacher das Ganze ist, je besser kriegen wir den Zug aufs Brustbein. Mhm. Und wichtige Punkte sind auch zum Beispiel, oben haben wir das so leicht stailliert. Das heißt, wenn sich der Hund dreht, ist es eigentlich wie ein Gelenk, so dass das Geschirr locker auf dem Hund drauf liegt. Oder wenn der Kopf hochkommt, kann es auch einen leichten Buckel geben, ist auch absichtlich, weil wenn das Geschirr fix ist, würde das im Fell filzen und so ist es eigentlich schon locker und für den Hund extrem angenehm. Und was auch noch wichtig ist, wenn der Hund normal steht, liegt das Geschirr unten auf dem Brustbein schön auf. Wenn es sich biegt, hängt das etwas durch, ist dann meistens für den Menschen ein leichtes optisches Problem. Aber ich sage dann immer, wenn ich so stehe, sind die Kleider auch flach. Wenn ich mich krümme, hängen sie durch.
Also ist wichtig, dass es dann, wenn sich der Hund durchbiegt, dass es auch untergeht. Und wie stramm oder dürfen diese Gurte sein? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt mit den Gurten. Also wenn ich jetzt die Gurten ganz eng mache, ist es eigentlich so, wenn sich der Hund atmet oder wenn er rennt, wird der Brustkasten größer und kleiner. Und wenn es eng ist, dann kann das sein, dass es bei einem Hund mit einem ausgeprägten Wirbelsäule einen Druck gibt auf die Wirbelsäule. Ist schon mal etwas, was schlecht ist. Und noch viel wichtiger ist, wenn ich das Gurt eng habe, kann sich das Geschirr nicht verdrehen. Und wenn ich dann seitwärts drehe, verdrehe ich die Wirbelsäule vom Hund. Ich habe es nicht gerne und der Hund hat es nicht. Die Frage kommt ja schon mal häufiger, das Geschirr sitzt so locker, es verdreht sich hier. Mhm. Also ist das gewollt, dass das Geschirr mitgeht? Das muss sogar mitgehen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Seitwärtszug mache, soll das Geschirr jetzt bei der Hundegröße bis zu 8 cm mitgehen. Das heißt, dann macht das Geschirr die Drehbewegung und dann kommt der erste Seitwärtszug. Das ist dann wirklich gewollt, das muss so sein. Okay. Und der nächste Punkt ist dann auch noch, oder wenn ich jetzt den Hund an der Leine führe, dann macht der Hund eigentlich kurze Schritte, kurze Bewegungen in den Schultern, dann ist es eigentlich alles optimal. Ja. Aber wenn jetzt der Hund frei galoppiert, dann macht die Schultern eine ganz andere Bewegung. Mhm. Und wenn der Gurt hier fix ist, dann ist die Schulter hier blockiert. Ja. Das heißt dasselbe auch, wenn man ein kurzes Geschirr hat, das Geschirr blockiert die Schulter und der Hund kann nicht richtig rennen. Und wenn man die Gurten locker hat und der Hund galoppiert, geht das Geschirr nach vorne, gibt die Schultern frei und er kann frei galoppieren. Gibt es denn so einen Anhaltspunkt, wie stramm man die macht? Ich sage immer, am besten, also das Minimum, man sollte gut mit zwei Fingern pro Seite reinkommen. Mhm. Lieber mit drei Fingern. Ich sage lieber, also man kann den Gurt nie zu locker haben, nur zu eng. Okay. Also bei meinem ganz Hund, wichtig. Mhm. Bei meinem Hund in der Regel, da kann ich mit der ganzen Hand rein. Je lockerer, je angenehmer. Ich sage dann immer, der Hund ist eigentlich ein Sportgerät oder fast wie eine Sportmaschine, eine Bewegungsmaschine. Und wenn man den in ein Korsett reinbindet mit einem zu knappen Geschirr, zu engen Geschirr, der kann so gar nicht Sport machen, der kann sich gar nicht frei bewegen. Und das Geschirr sollte eigentlich so locker, so weich sein, dass der Hund wirklich frei galoppieren kann. Okay. Und bei uns ist ja auch von dem her sehr wichtig, wir haben keine fixen Gurten da. Es gibt ja sehr viele Geschirre, die haben schöne Stoffe. Drin ist eine Gurte versteckt. Und eine was versteckt? Eine Gurte. Okay. Ein Gurtband. Mhm. Und für den Mensch sieht es aus, wie schön breit gepolstert wäre, aber der Druck bleibt dann immer nur da, wo der Gurt ist. Und unten ist dann in der Regel ein Ring und der Ring drückt dann schön aufs Brustbein. Okay. Und wenn ich mir hier drauf drücke, mir schmerzt das und für den Hund ist es sicher auch nicht angenehm. Okay. Und darum haben wir ein so schön angenehmes Spezialgewebe, das sich dann auch schön am Brustbein und am Körper anpasst und den Druck eigentlich über die ganze Fläche verteilt und nicht nur punktuell da, wo der Gurt ist. Das heißt, wenn der Zug kommt, es geht auf die Brust, aber geht trotzdem die Zugkraft auch am Hund vorbei. Ne? Ja, das wird wirklich schön verteilt. Und was noch wichtig ist, die zwei Ringe. Ist eigentlich so gedacht, dass ich immer den hinteren Ring brauche. So geht dann der Zug auch optimal aufs Brustbein, also da, wo man es will. Den vorderen Ring alleine brauche ich eigentlich nie. Ja, das ist das, was ich auch immer sage, den vorderen, der sollte nie alleine benutzt werden. Ja, da gibt es eigentlich so einen einfachen Trick. Wenn ich eine Leine habe mit zwei Karabiner, hänge ich den vorne ein, lege die Leine so rein und so rein und da habe ich eigentlich wie ein Joystick. Das heißt, wenn ich mich abdrehe, macht die Hand die Bewegung und da kann ich den Hund links steuern, rechts steuern, stoppen, Gas geben und habe ich ihn wirklich schön. Das müsstest du eigentlich mal in der Kamera zeigen. Also. Ich lege die Gurte einmal so rauf und so rauf und da gibt es wie ein umgekehrtes U. Und da ist es so, wenn ich dann die Hand so verdrehe und so verdrehe, kann ich den Hund schön mitnehmen, stoppen und Gas geben. Ein wichtiger Tipp ist noch beim Ausziehen vom Geschirr, nie das Geschirr nehmen, so über die Ohren reißen. Es gibt Hunde, die sind etwas empfindlich bei den Ohren und wenn da das Geschirr anhängt, dann
ist es für sie ein negatives Erlebnis. Und dann kann es dann sein, dass beim nächsten Mal anziehen der Hund schon weiß, das Geschirr könnte mir Schmerzen machen oder ein wenig weh machen. Dann ist es wichtig, wenn ich es ausziehe, dann verdrehe ich das Geschirr, klappe das Ganze nach vorne, drehe es und da kann ich ganz schön über die Ohren gehen und der Hund dankt das ein und die Frisur bleibt dann auch noch schön. Weil ich habe öfters die, dass Leute sagen so, mein Hund findet Geschirre total scheiße, der läuft an der Hauswand vorbei, schubbelt sich da dran vorbei. Das ist meistens, weil der Hund irgendwann eine schlechte Erfahrung mit dem schlecht passenden Geschirr gemacht hat und hat das abgespeichert, Geschirr ist Müll, scheiße. Ja. Ne? Und dann kommen wir und sagen, wie wir es eigentlich machen. Also was ich immer empfehle, ist, dem Hund das in Ruhe beizubringen, wirklich positiv das zu verknüpfen, das neue Geschirr, auch nicht direkt mit dem Hund rauszurennen mit dem Geschirr, sondern vielleicht ihm einfach nur das Geschirr anziehen, gar nicht groß verstellen und dann mal im Haus 5 Minuten anlassen, Geschirr wieder ausziehen und das war's. Und dann das mal über mehrere Tage zu machen. Da hinten ist Spielzeug oder es sieht aus wie Schafswolle und Eiler hat ein Problem mit Schafen. Und deswegen gibt sie da immer Kommentare ab, aber dieses Spielzeug antwortet nicht. Würdest du das auch so machen? Also ja. Wirklich, dass sie dann über einen längeren Zeitraum in Ruhe Geschirr positiv verknüpfen? Wenn ein Hund ein Problem hat, immer ja mit dem Leckerli oder dann, wenn es angezogen ist, spielen, dass eigentlich dann immer etwas Positives kommt und irgendwann merkt der Hund, also ist das wirklich so, dass der Hund das dann immer gerne anzieht. Ja, also aber wichtig ist das Ausziehen, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Das Umklappen, ruhig ziehen und ja nicht, wenn der Hund rückwärts geht, reißen, das ist das Schlimmste, weil wir haben es ja auch nicht gern, wenn ein enges T-Shirt uns die Ohren umklappt. Ja. Darum sehr wichtig. Ja, super. Okay, dann zeigen wir jetzt das nächste Geschirr. Location gewechselt. Wir haben jetzt mein absolutes Lieblingsgeschirr und zwar das Support-Geschirr.